Es gibt einen Musiker, M.A. Numminen, den mag ich sehr gern. Der hat sehr unterschiedliche Musik gemacht, irgendwas zwischen Schlager, Tango, Jazz, Punk, Rock. Und der hat unter anderem eine Platte gemacht, wo er Texte von Ludwig Wittgenstein vertont hat. Und davon möchte ich jetzt ein Beispiel geben. Das Lied hat sowas wie 17 Akkorde. Ich habe einfach mal 14 weggelassen. Ich will frei sein. Zwar weiß ich nicht, ob ich frei von etwas sein oder frei etwas zu tun sein möchte. Aber das ist eine Nebensache. Ich will frei sein. Habe ich Freiheit zu lieben? Wie widersprüchlich ist die ganze Frage? Um zu lieben, braucht man zwei. Und wenn ich also liebe, bin ich an den anderen Menschen gebunden und von seinem Willen abhängig. Ich will frei sein. Ich will frei sein. Aristoteles vor langer Zeit stellte fest, dass der Gott an keinen anderen als an sich selbst denken kann. Denn wenn der Gott zum Beispiel an ein Quadrat dächte, wäre er von der Existenz des Quadrats abhängig. Ich will eine Erklärung. Wenn wir jetzt nochmal über die Freiheit nachdenken, merken wir, dass wir nie wissen können, was reine Freiheit ist. Folglich will ich auch nichts als Scheinfreiheit. Ich will scheinfrei sein. Ich will scheinfrei sein.